Ich bin als Kind, wie ich so 7, 8, 9 Jahre war, das erste Mal mit meinem Opa aufs Aalzer Viehmarkt gefahren. Das war ja schon ein Erlebnis. Und da fuhr ja noch die Eisenbahn auch. Wir sind, dass wir auch schön was erleben konnten, schon um 7:30 losgefahren. Sind wir hier am Bahnhof gelaufen und dann noch Aalzen. Das war alles ganz gut und schön. Wir haben auch die große Tierschau uns angeguckt. Da waren ja unheimlich viele Pärchen. Auch Pärchen Hengeler, die Pärchen verkauften und. Und das war sehr schön. Aber ich als Kind interessiert mich ja auch noch was für was anderes. Und da waren ja unheimlich viele Menschen und unheimlich viele Buden, Zuckerbuden und Losbuden und auch eine Boxbude. Und jetzt machten die Wüste Werbung und ich wollte auch gerne mal in die Boxbude. Der Opa wollte nicht mehr, aber ich bin dann rein, hat mir die Eintrittskarte gekauft. Und da auf einmal schlug der eine den anderen gleich K.O. und da war der schon so alle. Da bin ich wieder raus und konnte meinen Opa nicht fingen. Der war ja inzwischen ein bisschen weggegangen und wollte noch eine Schwippe kaufen. Und ich habe den Opa nicht gefangen. Und der Opa hat mich nicht gefangen. Und so ging das alles wieder. Dann hat mich deine Familie, das war Hanniges Willi, der lebt jetzt noch mit heimgenommen, mit dem Auto. Die waren schon mit dem Auto da. Das war was ganz Besonderes. Und ich bin dann, war daheim und meine Oma, die war auch ganz aufgeregt. Ich bin dann jedes Mal in den Zug gelaufen. Und haben versucht, den Opa abzuholen, aber er kam und kam nicht. Und beim letzten Zug oben um 8:30 kam er dann an. Und da waren wir froh, dass wir es wieder gesehen haben.